Hi meine lieben Freunde, was geht und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Channel News, dem Format, wo ich euch alles rund um den Kanal und mein Leben erzähle, was für den Kanal wichtig ist. Es ist wieder eine Woche vergangen und ich habe in der letzten Woche sehr viel gelernt, sehr viel nachgedacht und mir ist auch was ziemlich Bescheuertes passiert. Fangen wir aber erstmal, würde ich sagen, wieder einfach ganz, ganz strikt und normal mit den Videos an. Ich glaube, das ist immer das, was über was man am leichtesten reden kann. Und da haben wir auf jeden Fall einen sehr hohen Output an Zelda-Videos. Ja, das war mir auch irgendwie, aber irgendwie wichtig, denn ich habe eine Erkenntnis so ein bisschen gemacht letzte Woche. Und ich glaube, da habe ich auch schon mal ein bisschen drüber geredet, aber das möchte ich auch jetzt hier nochmal in den Channel News festhalten, ne, dass das einfach alle mitbekommen. Und zwar ist mir einfach aufgefallen, es ist ja irgendwie offensichtlich, aber mir war es nie so ganz bewusst. Es gibt Projekte wie Hashtag Dreamer, wie, keine Ahnung, hübsche Post, die Smash Bros. Oder Mario Kart 8 Videos, ja. Die sind nicht, sag ich mal, zeitlich gebunden. Es ist relativ egal, wann die kommen, in welchen zeitlichen Abständen sie kommen. Aber wenn sie kommen, dann werden sie gerne angeguckt von den Leuten, die sich dafür interessieren und dann passt das Ganze. Das funktioniert nicht für Projekte, welche Partzahlen beinhalten. Ja, Projekte, die darauf angewiesen sind, dass man weiß, was vorher passiert ist und dass man weitergucken kann, ja, die zusammenhängen. Und dazu zählen halt aktuell bei mir auf dem Kanal Pokémon und Zelda. Und ich habe bei Zelda oft den Fehler gemacht, dass ich viel zu lange Pausen drin hatte, was ich jetzt im Nachhinein so dumm finde, aber es lief halt so, wie es lief. Und jetzt bei HeartGold war es eben auch so, dass ich ja letzte Woche auf Geschäftsreise war, zum Glück HeartGold nicht vorproduzieren konnte und deswegen 5 Tage nichts kam und ich wurde locker 4 oder 5 Mal angeschrieben, sag mal Hübi, wie sieht's eigentlich mit Pokémon aus? Kommt das jetzt nur noch einmal die Woche? Hast du es abgebrochen? Wie sieht das Ganze aus? Und da ist mir erstmal wieder so richtig klar geworden, wie wichtig es ist, dass solche Projekte regelmäßig kommen. Also eigentlich jeden zweiten Tag oder am längsten jeden dritten Tag. Und das ist tatsächlich was ich in den letzten Wochen und Monaten vernachlässigt habe, weil ich mir immer wieder in den Kopf gesetzt habe, so nach dem Motto, ja klar, du machst zwar Let's Plays, aber ja, das lebt ja auch immer so, dein Kanal lebt ja auch irgendwo durch die Sondervideos. Und da ist mir dann aber aufgefallen, klar, die sind auch wichtig, das hebt dich irgendwo ab, dass du nicht nur Let's Plays machst, sondern auch andere Videos. Aber so diese Let's Plays, also einfach oder einfach diese Videoprojekte, die mit Partzahlen versehen sind, ja, die einfach wichtigste, wo man einfach wissen muss, was davor passiert ist, einfach so diese serienmäßigen Videoreihen, ja, einfach die ganzen meinen Let's Plays. Da ist es einfach unfassbar wichtig, dass da niemals der Faden abreißt. Und ich habe leider bei Zelda oft den Faden abreißen lassen, wodurch da mit Sicherheit auch einige abgesprungen sind, die sich gerne das ganze Projekt angeguckt haben. Ich kann mich zwar nicht über die Aufrufzahlen auf den Zelda-Videos beschweren, ja, die sind super, die sind deutlich höher, als ich das erwartet habe, aber dennoch hätte das Projekt deutlich besser verlaufen können. Und ich habe jetzt bei Pokémon eben wie gemerkt, okay, 5 Tage kommt kein Pokémon, direkt kommen die ersten Stimmen hoch, wie sieht's aus? Hab mir nochmal so ganz klar gemacht, okay, bei Pokémon darf das nicht passieren, weshalb ich auf jeden Fall Pokémon wirklich jeden zweiten oder spätestens jeden dritten Tag bringen will. Und auch Zelda möchte ich jetzt eigentlich ab nächster Woche regelmäßig bringen. Also ich möchte auf jeden Fall wieder den Fokus auf Regelmäßigkeit in Projekten legen, die das brauchen, ja. Und dafür halt einfach mal ein paar Tage mehr kein Smash-Video bringen oder ein paar Tage mehr kein Dreamer-Video bringen, aber ich möchte es wieder zu meiner Priorität machen, dass diese Projekte regelmäßig kommen. Das habe ich mir vorgenommen, weil ich einfach in der letzten Woche sehr stark gemerkt habe, dass oftmals nachgefragt wird, wie es eigentlich aussieht, wenn das eben mal nicht eingehalten wurde. Das ist auf jeden Fall eine Erkenntnis, die ich gemacht habe. Ist eigentlich nichts Neues, aber mir ist einfach nochmal die Wichtigkeit klar geworden, dass sowas regelmäßig kommt. Und das möchte ich hier an der Stelle einfach nur nochmal festhalten und euch auch mitteilen. Vielleicht auch an alle unter euch, die selber YouTuber sind. Wenn ihr ein Projekt habt, was ihr von Part 1 bis zum Ende durchzieht, dann sorgt dafür, dass der Shit regelmäßig kommt. Ansonsten verliert das Ganze seinen Reiz und Leute springen ab oder verlieren den Fokus, gucken das Spiel woanders weiter. Ne? Ist ganz, ganz wichtig. Das ist mir auch nochmal klar geworden, das wollte ich nochmal festhalten und ich habe auch mein erstes Dreamer-Wochenrückblick-Video gemacht, ja. Also ich habe erzählt, wie verlief die letzte Woche und die erste Woche verlief äußerst positiv. Schaut euch das Video dazu nochmal an, Hashtag Dreamer-Rückblick, wie verlief die erste Woche, so heißt das Video. Und da rede ich einfach mal über das ganze Zeug.
ist ziemlich cool geworden. Ich bin sehr zufrieden mit der ersten Woche. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Und ja, aber dieses ganze Ding läuft. Viele von euch haben jetzt auch schon wirklich privat auf Instagram geschrieben. Ich biete es euch immer wieder an. Kontaktiert mich da. Ich bin auf der Plattform neben YouTube am aktivsten. Und da haben mir wirklich schon einige geschrieben, ja, das wünschen sie sich so ein bisschen vom Leben. Das würden sie gern haben. Das ist ihr Traum. Oder wenn sie mal Tipps brauchen über Ernährung. Also wirklich, eigentlich so gut wie jedem, der mir da eine Frage stellt, dem gebe ich eine Antwort. Und mittlerweile antworte ich sogar meist in Videoform, weil ich einfach für mich selber gemerkt habe, dass es deutlich schneller geht. So, ich hasse es da immer noch ewig, am Handy zu sitzen und zu tippen. Dann mache ich einfach 2-3 Videoaufnahmen von mir, wo ich kurz die Frage beantworte. Das ist für mich deutlich einfacher und vielleicht auch für euch ein Tick persönlicher, wenn ihr da nicht nur einen Text zurückbekommt, sondern wirklich mich auch seht. Also, wie gesagt, ich biete es immer wieder an. Falls ihr irgendwie Ratschläge braucht, kontaktiert mich da gerne. Natürlich bin ich auch auf Twitter und Discord erreichbar, aber ich denke, auf Instagram ist da bei mir die höchste Reaktionszeit. Zumindest versuche ich, das so umzusetzen. Ja, das war es eigentlich schon fast videotechnisch zur letzten Woche. Jetzt kommen wir zum Channel News Thema der letzten Woche, wo viel diskutiert wurde und wo ich mir sehr, sehr viele Meinungen eingeholt habe und ihr mich da letztendlich zu einem Schluss gebracht habt. Und so habe ich ja gesagt, ich überlege mir, einen zweiten Kanal zu machen und Real Life und Gaming zu trennen. Ja, dass sozusagen Leute zielgruppenspezifisch nur den Real Life-Kanal angucken können, wenn sie das interessiert, oder nur den Gaming-Kanal angucken können, wenn sie das interessiert, und nicht immer beides geballt in ihre Abo-Box bekommen. Daraufhin, wie gesagt, super viele große Kommentare. Da möchte ich mich nochmal bei euch bedanken. Ich habe mir da wirklich jeden einzelnen durchgelesen, weil das ein Thema war, was mir einfach sehr auf dem Herzen liegt, weil das den Kanal sehr krass beeinflussen kann. Und ich sag mal, so zwei Tendenzen habe ich am krassesten rausgehört. Die eine war, trenn deinen Kanal nicht. Das macht dich einfach aus. Und auch was, zwei Argumente, die mich da bei diesen Kommentaren sehr krass überzeugt haben, war einmal, dass ich dann ja meine Community splitten würde. Dass ich nicht mehr eine Community ansprechen würde, sondern irgendwie zwei getrennte Communities habe. Weil der eine, wenn jemand nur einen Kanal abonniert hat, er nicht weiß, was beim anderen passiert. Das war schon so, wow, okay, gar nicht dran gedacht, dass man auch dadurch seine Community trennt oder in zwei aufsplittet. Fand ich sehr krass. Und das zweite, was geschrieben wurde, dass ich ja noch in der Channel News Folge davor gesagt habe, dass ich einfach versuche, Leuten und meinen Zuschauern was mitzugeben, ja. Dass ich einfach jeden erreichen will, egal wegen was er mich abonniert hat. Das war ja mit dem Fortnite-Thema. Und das war ich auch, habe mich so geärgert, dass ich das quasi fast schon wieder vergessen habe. Und natürlich, das stimmt vollkommen. Klar hat man dann wahrscheinlich nicht so diese Interaktionsrate auf den einzelnen Videos, aber letztendlich bekommen Leute, die mich wegen, keine Ahnung, einem bestimmten Spiel abonniert haben, dann auch mit, wenn ich einfach mal im Real Life über Themen rede. Und wenn sich das dann jemand anguckt, der sich vielleicht vorher dafür gar nicht so interessiert hat, dann habe ich dadurch ja auch schon wieder was erreicht. Also das waren auf jeden Fall die Tendenzen von den Leuten, die gesagt haben, ja, trenn deinen Kanal nicht. Und die zweite Gruppe war, ja, Kanal trennen, finde ich gut. Aber dann mach Gaming auf diesem Kanal weiter und bring auf deinem neuen Kanal dann dein Real-Life-Stuff, weil ja sozusagen die Leute hier wegen dem Gaming kennen und das dann sozusagen hier für sehr viel tote Abonnenten und so weiter sorgen würde und dass ich dann sozusagen die Real-Life auf den zweiten Kanal bringen soll. Ich habe dann auch noch mit meinem Partner-Manager gesprochen von meinem Netzwerk, dem habe ich auch geschrieben, hey, wie sieht's aus? Und der kriegt auch relativ viel mit, was hier auf dem Kanal passiert, was mich sehr freut. Ist, glaube ich, nicht in jedem Netzwerk Standard, dass sich da Leute, die für dich verantwortlich sind, auch wirklich mit dir beschäftigen und deinem Kanal. Das hat mich sehr gefreut und auch er hat mir geraten, trenn das Ganze nicht, bleib hier dabei und wirklich, wenn du viel Vlogs bringst und auch noch viel Gaming bringen willst, also wenn du wirklich so einen Content-Überfluss hast, dann kannst du dir überlegen, das Ganze zu trennen, aber da ich ja sowieso mit meiner Zeit sehr struggle, täglich zwei Videos zu bringen, wird das vermutlich bei mir nicht der Fall sein und dementsprechend ist mein Entschluss, dass ich den Kanal nicht trennen werde, sondern alles hier weiter behalte. Wie gesagt, also das Argument, was mich am krassesten überzeugt hat, war tatsächlich einfach die Aussage, du würdest deine Community splitten. Und das ist das, was schon immer das war, was diesen Kanal hier ausgezeichnet hat. Und das wäre ein richtiger Stich ins Herz, wenn ich hier, also ein Stich ins Herz der Community, wenn ich hier den Kanal trennen würde. Und dementsprechend bleibt alles heute hier. Warne und Hirngespinst für ein, zwei Wochen.
ist wieder raus. Vielen Dank. Es hat mir bei mir wieder gezeigt, dass ich bei solchen Entscheidungen einfach vorher mit verschiedensten Leuten und auch mit euch diskutieren soll und mir verschiedene Meinungen einholen muss, bevor ich wirklich so gravierende Schritte gehe, weil da eben teilweise auch sehr unüberlegtes Zeug bei rumkommen kann. Und hätte ich nicht gefragt und das einfach gemacht, hätte ich vermutlich einen Fehler begangen, den ich schon relativ schnell bereut hätte und der auch nicht mehr so leicht zurückzunehmen wäre, außer ich lösche den einen Kanal wieder, aber es wäre ja auch irgendwie... Egal. Soweit ist es nicht gekommen. Wenn ihr Lebens- oder sehr relevante Entscheidungen treffen müsst, holt euch vorher verschiedenste Meinungen ein. Hilft einem sehr weiter. So. Eine Sache möchte ich jetzt noch zu letzter Woche sagen. Dann bin ich für heute auch durch. Und das ist nichts Schönes. Das ist wirklich nichts Schönes. Erst im, ich glaube, November, Dezember letzten Jahres habe ich eine dicke Investition getätigt. Ich habe mir eine Kamera gekauft, eine ziemlich gute Kamera für 700 Euro. Bei meinem Ausflug, bei meinem Geschäftsausflug, als ich mal privat abends unterwegs war, wurde die mir geklaut. Ist übelst unschön, aber ich habe leider keine Chance, auch noch irgendwie bei ranzukommen. Es ist letztendlich mein Fehler gewesen, aber so, es ist halt einfach hurensöhnig. So, tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss. Ganz dumme Situation. Das Problem ist, ich weiß nicht genau, wo es mir geklaut wurde. Dementsprechend habe ich auch keine Ahnung, wo ich anfangen soll zu suchen. Beziehungsweise habe, glaube ich, keine Chance, da ranzukommen. Denn ich war am Mittwochabend war ich unterwegs in der Stadt, da wo ich auf Geschäftsreise war, in so einem Einkaufszentrum und habe da ein bisschen Klamotten anprobiert und so weiter. Aber war dann auch noch in anderen Stores. Und ich habe immer wieder mal meinen Rucksack, den ich dabei hatte, wo die Kamera drin ist, abgelegt. Beispielsweise im Klamottenladen habe ich sie abgelegt, um mich umzuziehen. Oder ab und zu habe ich meinen Rucksack auch mal wo stehen lassen, weil ich woanders hin musste, in dem Laden selber. Und erst im Hotel ist mir dann aufgefallen, ui, das fehlt ja. Ich bin ja direkt nochmal ins Einkaufszentrum gerast und habe dann nochmal in diesen einzelnen Stores so nachgefragt, wie das aussieht mit Überwachungskamera und so weiter, aber es hat sich alles als gar nicht so leicht herausgestellt und auch nicht jeder Store hatte Überwachungskameras und dementsprechend war es für mich unmöglich nachzuvollziehen, wo mir diese Kamera abhanden gekommen ist. Vielleicht hat doch jemand im Laufen irgendwie von hinten meinen Rucksack aufgemacht, mir das rausgenommen. Es ist ja heutzutage alles möglich. Ich habe keine Ahnung. Sie war auf jeden Fall weg und vielleicht ist sie mir auch aus dem Rucksack gefallen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist vor allem, weil alles andere noch drin war, wirklich nur die Kamera gefehlt hat. Und ich habe die nie rausgeholt, also ich habe keine einzige Videoaufnahme gemacht. Dementsprechend kann ich sie auch nirgendwo stehen haben lassen. Und ja, lange Rede, kürzer Sinn. Dieses Teil ist weg. Ich habe jetzt wieder hier meine schöne Legria ausgepackt. Ja, damit habe ich ja auch das Frühstücksvideo von gestern gemacht. Und es ist auch eine schöne Kamera, aber es ist halt viel Geld, was verloren geht. Und so wie Karma mich immer trifft, hoffe ich, dass Karma auch den Dieb trifft. Ich selber muss ihn an die Nase packen, war dumm von mir, dass ich da ab und zu meinen Rucksack unbeaufsichtigt habe stehen lassen. Wieder eine Lektion gelernt, eine sehr schmerzhafte, aber so ist es nun mal. Und ja, jetzt habe ich einen Entschluss gefasst. Ich bin da gerade mit dem Kumpel ein bisschen am Schreiben. Ich habe ja schon immer gesagt, dass ich vielleicht später auch mal irgendwas Richtung Werbevideos, Richtung Online-Video-Marketing machen möchte. Und dementsprechend werde ich jetzt viel Geld ansparen. Aber das ist alles erstmal, nachdem ich in meine neue Wohnung gezogen bin. Also ich habe jetzt eigentlich so kostenplanmäßig folgenden Plan. Ich möchte erstmal in meine Wohnung ziehen und die mir halt komplett einrichten und so weiter. Und dann erstmal schauen, was ich noch an Versicherungen und an Strom und Wasser und was ich alles noch so monatlich abgeben muss, ja. Ich möchte erstmal in diese neue Wohnung ziehen und dann gucken, wie viel monatlich von meinem Gehalt noch übrig bleibt. So, das ist jetzt erstmal der erste Schritt, weil da sind einfach mit Sicherheit noch ein, zwei Kostenfaktoren dabei, die ich noch nicht berechnet habe, obwohl ich eigentlich schon sehr detailliert einen Kostenplan für meine Wohnung erstellt habe. Anschließend, wenn ich dann in meiner Wohnung bin, möchte ich einfach mal gucken, okay, wie viel bleibt monatlich noch übrig von meinem Geld, was ich von meiner Arbeit bekomme. Und das möchte ich mir dann sparen, um mir dann einfach eine wirklich gute Kamera zu kaufen. Und da spreche ich jetzt auch nicht von so einer kleinen portablen Digicam. Ich werde Reisevlogs einfach jetzt ab jetzt in Zukunft wieder mit meiner Legria machen. Ich meine, dazu habe ich sie und die ist einfach sehr kompakt, die ist super. Klar ist nicht die krasseste Videoqualität, aber diese Vlogs die Vlogs sind ja eher deswegen cool, weil es um das geht, was erlebt wird, nicht in welcher Videoqualität ich es erlebe. Und dann werde ich mir da viel sparen, ich habe aktuell so grob 3000 Euro eingeplant, möchte ich für Video-Equipment ausgeben. Und dann möchte ich mir wirklich Kamera, Objektive, externe Monitore, Schwebestativ, also da möchte ich wirklich Geld sparen und dann einmal in richtig gutes Film-Equipment investieren.
Und dann, wenn ich das habe, das wird, denke ich, erst, ja, Herbst dieses Jahres sein. Wie gesagt, das wird viel Geld sein. Ich werde auch noch sehr oft über diese Entscheidung nachdenken, ob ich wirklich so viel Geld investieren will. Da muss ich mir auch noch dann viele Meinungen einholen. Aber das ist wirklich Zukunftsmusik. Und dann, wenn ich sozusagen im Herbst immer noch der Überzeugung bin, in meiner eigenen Wohnung dann, in dieser komplett neuen Lebenslage und dann auch voll in meinem Job integriert, dann immer noch sage, hey, ich möchte immer noch geile Werbevideos erstellen, dann investiere ich da sehr viel rein. Es ist, wie gesagt, sehr traurig, aber ich habe ja immer noch meine Webcam hier und ich habe meine Legria da, damit kann ich Reisevlogs machen, mit der Cam kann ich alles von hier daheim machen und dann, ja, schauen wir mal, wo mich die Reise hinbringt. Es wurde jetzt auch schon öfter gesagt, mach doch einen Spendenstream, aber das ist aktuell nicht mein Plan, wie gesagt, da, wenn ich nochmal in gutes Video-Equipment investieren möchte, ich richtig investieren möchte, also mit richtig viel Geld, in richtig professionelles Equipment, und das sind keine Summen, die man im Spendenstream sich zusammensammeln kann. Dementsprechend werde ich da auch keinen 24-Stunden-Spendenstream machen, aber alles, was ich hier sage, möchte ich auch nicht festlegen, weil wer weiß, wie ich in ein paar Monaten über diese ganze Video- und Kamerasache denke, das kann sich ja doch mal ändern, aber das ist so mein aktueller Plan, wie ich in die Zukunft gehen möchte. Das soll es gewesen sein, Friends. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, einen schönen Start in die Woche. Ich werde jetzt gucken, dass ich alle meine Let's Plays regelmäßig bringe, dass da der Fluss nicht gestört wird. Kamera wird in Zukunft die hier sein. Und kontaktiert mich immer gerne auf Instagram oder auf anderen Plattformen, wenn ihr mehr Fragen stellen wollt bezüglich des Streamer-Projekts. Haut rein, euer Hübi.